Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von und mit mir hier bei Dave Johnson Spencer Corner. Wie ihr es im Titel lesen könnt, zwei super geile Spiele. Einmal für die Wii, für die gute alte Wii und eine Exklusiv-Collection von The Dead Rising. Ist glaube ich der erste Teil, zweite Teil. Dann das Add-on und dann die anderen zwei Add-ons, die leider nur als DLC dazu sind. Ist exklusiv auch nur in UK rausgekommen. Und für knapp 30 Euro, mag auch nicht mehr so schlecht. Manhunt zum Beispiel, Manhunt 2, gibt es auch für die PS2 kommt es raus. Dann gab es das PS2. Wie? Hat er eine Weile gebraucht, weil das Spiel nochmal durch einen Schnipselhof, durch einen Schneiderraum musste, wegen Indizierung. Und dann gibt es das sogar noch für die PSP. Und also alle bis auf glaube ich, PS2 das sind die anderen, ich weiß gar nicht mehr, ob der. Also jedenfalls die Cutscenes, also die Umbringszenen sind geschnitten worden. Und das war auch glaube ich, der erste Auslöser, dass dann eben so eine Prüfungskommission in Amerika und England zu Rate gezogen wurden oder gegründet wurden. Deswegen, also man kann sagen, Manhunt war eigentlich das Spiel, der Auslöser. Dass es überhaupt so eine Alterseinstufung gibt. Weil vorher habe ich, glaube ich, noch nie was davon gehört. Höchstens stand immerhin da ab 18 oder so bei der Super Nintendo. Da waren ja die kleinen Symbole noch mit dabei. So, ich quatsche schon wieder viel zu viel. Und so, da packen wir auch schon mal aus. Also Manhunt. Der erste Teil, ich habe ja, das erste Mal bin ich mit Manhunt in Berührung gekommen. Da war ich in der Videothek. Hab geguckt, was gibt es denn, oder beim Videospielhändler. Da habe ich auch Videospiele ausleihen können. Und habe schon erst das Spiel gesehen. Hey, sieht doch gar nicht schlecht aus. Also hatte kein Logo, nur nichts. Kein USK-Logo, nichts. Habe ich ausgeliehen. Dachte, Mensch, mit der Kettensäge kannst du Leute abmuxen. Hier hast du solche Folter-Szenen. Wo ich jetzt das bestellt habe, habe ich glaube ich jetzt nie gesagt. Aber wieder, wenn ihr meine alten Videos kennt, mit den Spielen, die indiziert sind, dann könnt ihr ungefähr vorstellen, wo ich die Spiele geholt habe. Weil ich will ja keine Werbung machen, weil es ja verboten. Ich bin zwar jetzt kein Händler, aber ist ja egal, ich mache dann Werbung sozusagen für den Job, deswegen schaut mir meine alten Videos an, da wisst ihr ungefähr, wo ich das alles bestellt habe. Also 15 Euro habe ich bezahlt. Dann schauen wir mal, hier gibt es nicht viel technisches Datenzeug, einfach bloß halt hier oben für einen Spieler und ja, das Übliche. Auf jeden Fall ist ein krankes, ziemlich krankes Spiel. Es ist einer, der muss Aufträge, also es geht irgendwie um so einen Snap-Film. Und derjenige, der Spieler, muss für irgendwelche Leute Aufträge erteilen und dann Videos drehen. Und das ist eigentlich schon die ganze Story. Und so brutal wie möglich muss er die Leute umbringen und dann gibt es dann eben Punkte. Und das wurde dann natürlich bei uns ruckzuck beschlagnahmt. Eine Woche später, wo ich mir das Spiel dann zurückgegeben habe, zwei, drei Wochen später, auf einmal war es komplett weg. Ich dachte, der hat die Spiele leider nicht mehr ausleihen. So. Sieht das Handbuch aus, die Disc. Ey, die Disc sieht dann gar nicht mal so schlecht aus. Sieht ein bisschen anders aus als die PS2-Version, so wie ich das sehe. Das Handbuch sieht auch nicht schlecht aus. Was haben wir hier Feines? Ach so, der Käse. Von Rockstar. Es ist wirklich ein krankes Spiel, muss man sagen. Also es ist nicht für hartgestockte Nerven braucht man hier dann wirklich, weil es ist schon ziemlich krank. Ich glaube, wie hieß das andere? Das war auch ziemlich krank, wo man mit auch rumrennen kann. Das fällt mir der Name nicht mehr ein, das Spiel. Hier ist die Steuerung. Controller. Ich bin mal gespannt, wie die Steuerung so mit dem Spiel war. So, die Steuerung ist, ich schätze mal, so schön, die soll schön flüssig laufen, würde ich mal sagen. Hier sind ein paar schön farbiges Handbuch. Oh, sieht nicht schlecht aus. Folterinstrumente. Wow. Ein paar Notizen aus der Anstalt. Ich finde ja immer, dass wenn die das dann so leicht angrauen und dann so wie, als wäre das echtes, so echte Dokumente. Ah, ja. Ah, interessant. Kann man selber Notizen machen. Immer gar nicht so blöd, ne? Auf jeden Fall ein ziemlich krankes Spiel. Also für ein Nervenkostüm für schwache Leute, Alter. Das ist natürlich auch nicht weniger.
an Brutalität. Deswegen ist auch bei uns indiziert. Auch wieder bei den zwei Shops, wo ich am meisten bestelle. Wie ich gesagt habe, schon exklusiv für die Xbox 360. Hier seht ihr ungefähr, was alles mit dabei ist. Die ersten drei sind wirklich auf der Disc und die restlichen zwei steht da von Dead Rising 2, das sind als Download mit verfügbar. Hier seht ihr nochmal die Abbildung. Ich wollte sie auch erst einzeln holen, aber dachte ich, die kosten einzeln genauso viel oder teurer. Nee, die zwei Spiele kosten genauso viel wie die komplette Collector's Edition. Sag ich mal jetzt so. Und das ist ja genauso teuer, als wenn ich mir das Spiel jetzt einzeln geholt hätte. Gibt es aber auch, glaube ich, auch von den ersten zwei Teilen. Gibt es auch eine Collector's Edition Super League oder sowas in, mit so einer Spritze oder mit so einem komischen anderes Zeug. Hier seht ihr noch die technischen Angaben, die ihr alle braucht. Oh, UK, PG 18, UK 18. So, und da packen wir auf. Ich hoffe mal, dass wie das überhaupt aufgelistet ist. Vielleicht sind die auch wieder mehrere Disc mit dabei. Gleich mal schauen. Werden wir gleich sehen. Bisschen komische Folie diesmal. Also hier muss ich auf den Code aufpassen. Achso, ne, das ist ja witzlos. Oh. Okay. Dafür drei Disc, wie ihr sehen könnt. Oh. Ja, die kriegst du jetzt nicht raus. Jedenfalls, ihr seht ja. Drei Disc, also jedes Spiel einzeln. Und Handbuch ist natürlich nichts dabei, außer natürlich das hier. Und dann haben wir zwei Codes für Dead Rising, das sind die DLCs. Und das war's leider schon. Mehr kann ich euch gar nicht zeigen. Auf jeden Fall zwei gute Spiele, aber ziemlich brutal. Deswegen würde ich sagen, auch Leute, auch wirklich für Leute, die ab 18 sind, weil es kann zu seelischen und grausamen psychischen Störungen kommen, weil das Spiel ist wirklich hart gesagt. Auf jeden Fall trotzdem sehr gute Spiele. Auf jeden Fall zu empfehlen. Schade, dass es hier keinen dritten Teil mehr gibt. Aber naja, ist ja nicht so schlimm. Viel Spaß noch mit meinen anderen Videos. Jetzt haben wir ja noch schöne Sonne, ihr seht, deswegen habe ich schon wieder schön Elan, neue Videos zu machen. Langsam wird es langsam kalt, wir haben jetzt November und da genießen wir noch die schönen Sonnenstrahlen, die jetzt noch so am Wochenende kommen. Viel Spaß noch und bis später. Und zocken macht Spaß. Bye.